Hallo und herzlich willkommen zurück zu diesem besten Let's Play auf YouTube und damit auch gleichzeitig zu einer neuen Folge Mirror's Edge Catalyst. In der letzten Folge haben wir uns mit der Frau getroffen, die wir bei Kruger Sektor befreit haben und auch nochmal mit Rebecca. Dann sind wir zu Dawn gegangen, weil wir Hilfe gebraucht haben, irgendwie um an Krugers Grid-Pläne, irgendwie so private Grid-Dinger zu kommen. Der hat uns dann geholfen und gesagt, wir müssen in seine private Wohnung. Und da stehen wir jetzt davor. Und wir brauchen diese Grid-Dinger, um seinen Reflection-Plan zu verhindern, glaube ich. Und weiterhin vertraue ich dieser Frau dann noch nicht ganz, die wir da befreit haben. Und ich weiß inzwischen nicht, ob ich Rebecca vertrauen soll oder der Frau oder so. Ich vertraue erstmal niemandem. So, Familienangelegenheiten. Also ja, Dawn behauptet, man könne Krugers Gridprint aus seinem privaten Netzwerk stehlen, auf das man aus seiner Wohnung in der View zugreifen kann. Das Gebäude ist zwar extrem gut gesichert, aber Plastic hat vielleicht einen Weg gefunden, wie du hineinkommst. Durch das Malus Art Museum, das direkt nebenan liegt. Du solltest zwar in beiden Gebäuden mit Krugers-Hack-Einheiten rechnen, allerdings werden sie dich nicht erwarten, ebenso wenig wie Kruger. Ob wir den umbringen können? Es wird Zeit, den Kampf zu ihnen zu bringen. Annehmen. Ich dachte, jetzt kommt hier so ein cooles Zwischensequenz. Das Museum schließt. Ja. Ja, da. Ich soll gegen 1, 2, 3, 4, 5. Ja. Ja, ich stelle mich denen jetzt, okay. Vor allem das Museum ist voll hässlich. So richtige Museen haben wenigstens so Interpretationsfreiraum. Hier sind nur so komische Dinger und komische andere Dinger. Keine Ahnung. Ich habe nichts gesagt. Das Museum ist wie jedes andere Museum. Komische Dinger. Ich will mich denen nicht stellen. Wieso müssen wir denn so stur sein? Na, dann wollen wir mal. Okay, vielleicht wollen wir auch nicht. Ach so. Alles klar. Das hätte cool werden können. Ich hätte auf den drauf springen können, aber... Wieso kann ich seinen Knüppel nicht nehmen? Die haben es aber cool erklärt mit von wegen, dass man die Sachen nicht nehmen kann. Weil, ich habe verkackt, weil die mit den Personen verbunden sind. Ich glaube auch über diese Grids oder Reflection, keine Ahnung, was das alles ist. Jedenfalls sind ihre Waffen mit denen verbunden, so. Okay, dann machen wir das jetzt nochmal ein bisschen cooler. Diesmal besser klappt. Nein. Okay, Maya. Ganz ruhig. Du machst es jetzt einfach nochmal. Und diesmal machen wir das cool. Das war der Vorteil auch im alten Teil durch die Zeitlupe, weil da war das halt auch teilweise einfacher, gewisse Aktionen auszuführen, weil man halt einfach durch die Zeitlupe-Funktion auch ein bisschen mehr Zeit hatte, so. So, jetzt. Da, perfekt. So, und jetzt dürfen wir nur nicht runterfallen. Ich wollte doch hier eben rüber, oder nicht? Genau. Ach du Scheiße. Sieht nicht schlecht aus. Ist hier jemand? Ich sehe mal nichts. Okay, moderne Kunst. Durch das Gebäude bis ins oberste Stockwerk vorarbeiten. Also. Von dort aus müsstest du Zugang zu Krugers Lobby haben. Vorausgesetzt, die Baupläne stimmen. Ja, es ist schon cool. Man denkt, es sieht so aus, aber dann ist es eigentlich so voll flach und so. Also unten Dreieck. Nee, ich weiß es nicht.
Es ist Kunst. Also was anderes kann man nicht sagen. Es ist rosa Kunst. Immerhin süß, dass wie gesagt bei den Städten alles so zusammenpasst. Also ja, dass halt auch selbst das Museum lila ist jetzt halt, ne? So. Okay. Was? Die sehen mich schon? Das ist, hat ja super geklappt. Ja, ja. Was weiß ich, wo ich hin muss? Ich Panik, ich muss hier lang. Scheiße, okay. Ich wollte mir eigentlich einen Plan überlegen, wie wir da am besten langkommen, aber scheinbar haben die mich schon gesehen. Stimmt, wir können ja jetzt rückwärts S und an denen so vorbeirennen. Alles klar, ich bin drin. Gut, du musst dich durch das Gebäude bis ins oberste Stockwerk vorarbeiten. Von dort aus müsstest du Zugang zu Krugers Lobby haben. Vorausgesetzt, die Baupläne stimmen. Okay, noch sehen. Okay, also wir müssen da runter. Und irgendwie müssen wir da hochkommen, alles klar. Wir machen einfach mal, ja? Ja, yeah, so. Okay, alles klar, hier rein. Hier rein, hier rum. Gas. Ja, das ist die Störung. Es kann uns ja egal sein, was die hier vorhaben. Die treffen uns ja erstmal nicht. Was? Das war doch Beschiss. Was war denn das? Toll. Jetzt muss ich die Wendeltreppe hochgehen. Die scheinbar nicht zum Hochgehen gedacht ist. Alter, die Wendeltreppe ist verbuggt. Wow, ich muss... Hä? Sag mal, haben die nicht drüber nachgedacht, dass vielleicht jemand da runterfällt und die Wendeltreppe benutzen muss? Jetzt können wir uns auch echt umbringen, wow. Jetzt ist unser Plan auch verschissen. Ich weiß auch gar nicht mal, wo wir jetzt lang müssen. Kein Plan. Ja, dann bring mich halt um. Ja, ist gut. Ja, mach halt. Das war jetzt scheiße. Das war doch nicht meine Schuld. Wir sind da hoch und irgendwie sind wir runtergefallen. Und dann wollten wir die Wendeltreppe hochgehen. Und da war eine unsichtbare Wand. Und da mussten wir kriechen. Das nennt man moderne Kunst. Wenn man die Treppe nicht hochkommt, weil man kriechen muss. Ich meine, ja. So, hier wollten wir irgendwie lang. Und dann wollten wir hier hoch. Oder nicht? Hallo. Ich muss hier mal durch. Nein. Ich bin nicht verletzt. Ich weiß gar nicht, wie er darauf kommt, dass ich mir irgendwie wehgetan habe oder so. Ich muss hier lang. Schnell. Weg. So, voll geil. Das war unser super Move, falls es eben niemand mitgekriegt hat. Jetzt wollte ich den Doppel-Wall-Run machen, weil ich dachte, das reicht nicht. Und jetzt haben wir schon wieder verkackt. Das könnte man so cool machen. Und wir sind einfach zu schlecht dafür. Also ich frag mich, ob andere YouTuber das besser hinkriegen als ich. Weil eigentlich dachte ich nicht, dass ich so schlecht bin in dem Spiel. Also ich bin halt so Durchschnittsspieler, oder nicht? Stimmt, mir ist aufgefallen. Es gibt gar keinen Schwierigkeitsgrad. Also es gibt keinen normal, mittel, schwer, leicht und so. Das gab es nämlich sogar beim ersten Teil. Und das gibt's hier gar nicht. Sobald du da durch bist, musst du wieder ganz nach unten. Von dort aus solltest du dann die Lobby erreichen können. Guck mal, wir haben es geschafft. Ohne die kaputt zu machen. Ich kann jetzt alle zu ihrer Familie nach Hause gehen und davon... Okay, jedenfalls, die Wachen können dann später nach Hause zu ihren Kindern und sagen, guck mal, ich hätte fast einen umgebracht.
Und dann sagen die Kinder so, oh, ich bin so stolz auf dich, ja, ja. Hä, was denn? Ich hab... Eben, jetzt hau doch mal ab, ich muss hier durch. Wo muss ich denn jetzt lang? Ich muss irgendwie da hoch, okay. Ja, ja, ich muss hier mal durch, ja. Okay, das muss ich mir nochmal überlegen, wie wir da durchkommen. Was bringen wir denn jetzt Drohnen? Okay, also. Da hoch. So, und dann hier. So. So. Sobald du durch bist, kannst du eventuell den Aufzugsschacht nach oben klettern, um die Wohnung zu erreichen. Das ist doch bescheuert. Es muss noch einen anderen Weg geben. So. Scheiße, scheiße, scheiße. Reicht das? Ja, das reicht. Komm, 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 komm. Alles klar, wohin jetzt? Hoch oder runter? Runter, oder? Komm schon, das kann nicht sein, dass ich jetzt sterbe. Links, komm. Tschüss. Hey, bist du im Hauptaufzug? Ja, schien mir die einzige Möglichkeit zu sein. Okay, es sieht so aus, als wärst du sicher. Zumindest vorerst. Ja, die nächsten 5 Sekunden. Kruger ohnehin nicht den blassesten Schimmer, warum ich überhaupt hier bin. Zumindest noch nicht. Plastic geht im Übrigen davon aus, dass sie sich in das System hacken und den Gridprint herunterladen kann, ohne dass er es bemerkt. Nicht schlecht. Ich weiß, dass ich es kann. Er wird nie erfahren, dass wir ihn gestohlen haben. Aber Faith muss mich anklinken. Das ist cool. Sehr schick. Das ist Faith, cool. Du musst eine Verbindung mit Krugers persönlichem Terminal herstellen. Soweit wir es auf den Plänen sehen können, gibt es in der Wohnung auch ein Büro. Versuch es dort. Traurig ist, die Fische haben keine Pflänzchen und hier auch nicht. Aber generell, sowas ist geil. So ein Pflänzchenboden. Ich verstehe nicht, wieso keiner hier richtige Pflänzchen hat. Also, das ist Krugers Wohnung. Das müssen wir uns doch jetzt mal genauer angucken. Das ist seine Küche. Mhm, Kühlschrank. Aha. Fernseher, sowas muss sein. Wo ist die Spielekonsole? Ah, Bücher. Mhm. Also, meine Wohnung ist es nicht. Also mein Geschmack. Ah, so ein Zen-Garten oder so. Mhm. Audioaufnahme anhören. Über die Reise. Geht es bald los? Mir geht's besser. Ja, aber es ist weit bis Aurora. Und wir müssen uns gut vorbereiten, damit wir nicht in den Greylands stranden und verhungern. Ist es draußen echt so schrecklich? Ganz ehrlich, Avani, wahrscheinlich noch schlimmer. Aber wir schaffen das. Was machen wir denn in Aurora? Dasselbe wie hier. Wir machen Runs. Und du wirst es auch, aber es ist dort besser. Kein Ort kann so schlimm sein wie Glas. Ich freue mich drauf. Irgendwann bin ich so gut wie du. Du wirst besser sein als ich. Was wurde aus dem Mädchen, das hier war? Die mit dem Tattoo am Auge. Sie war auch schnell, oder? Sie heißt Faye. Sie... Krugers hat sie. Wie traurig. Die war nett. Nun, du solltest dich noch ein wenig ausruhen, junge Dame. Ich sehe später wieder nach dir. Keine Ahnung, wer die ist. Was die von mir wollen. Haben wir uns die Wohnung jetzt ganz angeguckt, bevor wir da irgendwo hingehen? Also Küche und so, Wohnzimmer, wo ist denn sein Klo? Hat er kein Klo? Ist hier hinten was? Nee. Hä, wo ist denn das Klo von dem? Ist der nicht irgendwann mal irgendwo hin? Na egal. Gehen wir mal hier durch.
kopiere ich den Gridprint darauf. Boah, wie übel. Ich würde hier nicht wohnen wollen. Erstens... nee. Ich hoffe, die Scheiben sind so, dass man von außen nicht reingucken kann. Weil stell dir mal vor, du stehst hier nackt am Fenster und guckst raus. Denkst dir so, ah, was ein schöner Morgen. Und dann sehen einfach alle deinen Dödel, ja. Also, ich weiß ja nicht. Ja, dieser komische Garten oder was das soll. Wo ist denn sein Computer? Gibt's nicht mehr, okay. Und das sieht aus wie so ein Föhn. Also diese Hauben, die ist so... ich weiß gar nicht, ob sie noch gibt in Friseurläden. Aber wenn du so Haare gefärbt hast oder so, da locken wolltest, dass da so eine Haube auf deinen Kopf gesetzt worden ist. So sieht das aus. Also wie gesagt, ich sehe hier kein Badezimmer oder so. Ich hoffe, wir haben hier alles gefunden. Dann hacken wir uns mal rein und hoffen, dass Plastik keinen Fehler macht. Guck mal, da ist sogar sein eigener persönlicher Pixelbecher. Okay, die Shotgun ist bereit. Ich stelle jetzt die Verbindung her. Wir haben ihn. Sieh jetzt zu, dass du da rauskommst. Faith Connors, du bist ja wirklich überall. Ich hätte dich gleich beim ersten Mal erkennen müssen. Du bist deiner Schwester sehr ähnlich. Sie weiß nicht einmal mehr, wer ich bin. Und das ist ihre Schuld. Ich habe sie aufgezogen, ihr eine erstklassige Ausbildung ermöglicht und sie gelehrt, Menschen zu führen. Kein Vater könnte mehr für seine Tochter tun. Aber sie ist nicht ihre Tochter, Kruger. War es nicht genug, unsere Eltern zu töten? Was war Cat für sie? War sie eine verdammte Trophäe? Ich habe sie gerettet. Du bist weggerannt, schon vergessen? Und der Tod deiner Eltern war ein tragischer Unfall. Damals herrschte Chaos. Ich war dabei. Sie hat ihnen die Stirn geboten und sie haben sie umgebracht. Deine Mutter war brillant. Sie weigerte sich aber, mit der Zeit zu gehen. Zum Glück jedoch lebt ein Teil von ihr in der Forschung weiter. Die sie dazu nutzen, um alle zu versklaven. Du weißt gar nichts und verstehst noch weniger, Faith. Hier stehen Dinge auf dem Spiel, die weit über dein kleines egozentrisches Weltbild hinausgehen. Dein Werk. Die einzige Sprache, die deinesgleichen versteht, ist Zerstörung. Bleib, wo du bist. Ich vermute mal, das ist Rebeccas Werk. Ich habe die Terrassentür geöffnet. Verschwinde, bevor die V-Tolls eintreffen. Da sind mehrere Drohnen in deiner Nähe. Vielleicht kannst du auf einer von ihnen nach unten fliegen. Also wie gesagt, ich vermute mal, dass das Rebeccas Werk war. Das muss man genießen, dazu kann man nichts sagen. Da sobald wir den Reflection-Virus eingebunden haben, sollten wir startklar sein. Vielleicht kann Icarus dann ja auch wieder gehen. Kuma findet es hier nämlich ein bisschen zu voll. Ich bin mir sicher, Icarus freut sich schon darauf, hier rauszukommen. Okay, also wir haben die Grid-Pläne. Ich glaube, Rebecca hat das Gebäude in die Luft gejagt. Sie kennt Zerstörung, nicht wir. Ja, und wir treffen uns jetzt mit den anderen wieder. Ich traue dieser Frau aber immer noch nicht so wirklich. Aber die Szene war cool. Das jetzt mit so, mit dieser, wie heißt es nochmal? Diese HTC da, diese Brille halt, dieses Ding da. Ich weiß gerade nicht, wie das heißt. Scheiße. Wo man halt so durchgucken kann und denkt, man ist im Spiel. So sah das aus. So hätte das, denn so wäre es voll cool gewesen, so meinte ich das. Also ich muss sagen, das war auch unspektakulärer, als ich es erwartet hätte. Ich meine, klar, wir sind ein paar Mal gestorben, aber das war jetzt nicht so, so boom, boom, alle tot und so. Oder die üble Explosion da oder so. Oder dass der jetzt so gefährlich aussah, der Kruger-Typ. Also, pff, naja. Ey.
Das hat man genau gesehen. Ich hätte mich da festhalten können. Also, das fand ich jetzt ein bisschen böse, so. Also, ja. So, machen wir das nochmal. Ach, jetzt auf einmal, ja. So müssen wir hin, hier hoch. Wir haben noch einen Fähigkeitenpunkt. Kampf. Ich glaube, wir machen mal Grafengewebe. Halt, dass wir mehr Zeug aushalten können. Also Kuma, wovon Plastik immer spricht, ist dieser kleine Roboter, ne? Also, die tun so, als wäre hier nie was passiert. Gerade ist was in die Luft geflogen und so. Scheiß drauf. Ach, die Kameras entdecken mich. Nee, oder? Hä? Ich habe mich immer schon gefragt, wofür die gut sind eigentlich. Aber jetzt steht da Casehack im Einsatz und so. Also... check ich nicht. Oh, geil. Geil. Wasserfall. Sehr cool. Scheiße, wo bin ich hier reingekommen? Sehr cool mit dem Wasserfall. So, hier hoch. Sowas in Zeitlupe. Ich kann es nur nochmal wiederholen. Bin ich die Einzige, die es mit der Zeitlupe irgendwie stört? Scheinbar ja schon. Oh, da war was. Mitnehmen. Anhören. Die Mädchen schlafen. Endlich. Kate wollte diese verdammte Geschichte 5-mal hören. Hast du Rebecca gesprochen? Ja, sie war ziemlich sauer auf Noah. Ist sie das nicht immer? Worum ging's diesmal? Er sorgt sich wegen der Kundgebung. Ein Freund von ihm bei Krugersack hat ihm wohl erzählt, dass sie ein massives Aufgebot schicken werden. Warum? Sollten wir sie absagen? Nein, das geht nicht. Wenn wir uns einschüchtern lassen, werden wir nie etwas erreichen. Aber genug davon. Noah, Rebecca, kümmere ich mich später. Wie kommst du? Wurde es jetzt abgebrochen wegen mir, weil ich hier lang gerannt bin? Da ging es nämlich um uns. Zumindest mehr oder weniger. Der ganzen Aufregung in der View-Nacht zu urteilen, war die Mission wohl ein Erfolg, richtig? Faith hat's geschafft. Wie zu erwarten war. Jetzt muss nur noch Reflection zerstört werden. Oh, ist ein Klacks. Welches Interesse haben Sie eigentlich an dieser ganzen Sache? Faith und ich haben eine geschäftliche Vereinbarung. Die Umstände haben sich im Laufe der Zeit zwar ebenso verändert wie die Ziele, aber das ist wohl bei allen Beziehungen so, nicht wahr? Mag schon sein. Ich verstehe nur nicht, inwiefern Sie von all dem profitieren könnten. Nun, man könnte sagen, dass ich im Chaos aufblühe. Und nichts anderes wird auf den Untergang der Familien folgen. Zumindest so lange, bis die Massen einen weiteren zum Scheitern verurteilten Versuch unternehmen, sich selbst zu regieren. Sie denken, die Zerstörung von Reflection wird das Konglomerat zu Fall bringen? Nein, aber es ist ein Anfang. Ich verstehe immer noch nicht, wieso wir Schulden bei dem haben. Irgendwie habe ich das Gefühl, das erfahren wir hier auch nicht mehr. Ich glaube, dafür müssen wir uns mal auf die Suche ins Internet begeben. Aber das würde ich erst machen, wenn das Spiel vorbei ist. Sonst spoilern wir uns hier doch noch irgendwas. Und das wollen wir ja nicht. Oh, scheiße. Das war leider zu kurz. Also, wir waren nicht schnell genug. Die Verlagerung ist eine... jetzt konnte ich es nicht mehr lesen. Okay. Gas. Also ich würde schon gerne wissen, was wir gemacht haben damals, dass wir auch in den Knast gekommen sind. Aber wie gesagt, ich vermute mal irgendwie, dass wir das nicht erfahren werden.
Wow. Ach nee, wir müssen da gar nicht lang. Ich dachte, wir sterben jetzt gleich wieder. Und Schwung, und Schwung. Ich glaube, wir sind gleich da. Wir treffen uns ja bei Plastik, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, wir sind jetzt da, ne? Dann wollen wir mal mit ihr sprechen. Es tut weh. Es tut mir leid. In einigen wenigen Fällen kann die Einnistung durchaus ein wenig unangenehm sein. So wie ein Jucken in meiner Wirbelsäule. Ein Jucken tut nicht weh. Nein. Ich hab den Gridprint. Los, gib ihn mir. Faith, wir müssen Krugers Gridprint mit der Nanitenabschaltung verbinden und das bevor die Shard einstürzt. Warum kümmert es uns, ob die Shard einstürzt? Weil Faith dort rauf muss, um den Virus einzuspeisen. Oh. Hey, wie fühlst du dich so? Es brennt. Muss das sein? Wow. Der Gridprint verschafft uns hier kompletten Zugang. Was wollt ihr wissen? Bekannte Omnislet-Agenten, neue Kruger-Death-Waffen, Projekt Ares. Erst Reflection. Konzentration. Kuma, das dürfte schnell gehen. Wir melden uns, wenn der Virus bereit ist. Faith, ist das okay? Okay, die sagen nichts mehr. Muss ich das jetzt verstehen, was eben passiert ist? Ich muss einen Virus einspeisen irgendwo. Das habe ich verstanden. Wahrscheinlich, damit das ganze System zerstört wird. Okay. Was ist mit Shards und so? Verstehe ich nicht. Ich habe das Gefühl, dass Icarus uns bald auch wegstirbt. Mit den Schmerzen und so. Und ich glaube, die verarscht uns immer noch, diese Wissenschaftlerin-Tante. So, müssen wir als nächstes hin? Da war auch eine Nebenmission, habe ich gesehen. Und zwar, sprich mit Plastik. Metagrid, oder? Hacke das öffentliche Nahverkehrssystem von Glass. Also das scheint so zu sein, als wären das nur so mehr oder weniger wichtige Missionen. Deswegen würde ich mal sagen, wir machen in der nächsten Folge entweder hier weiter oder da hinten. Aber vorher gucken wir uns die mal an. Diesen Mini-Roboter. Oh, hat der immer noch Angst? Und da chillt sich Eco sein ab. Alles cool bei dir? Irgendwie gruselig. Stell dir vor, jemand sitzt so vor dir. ja. Also mit diesem wunderschönen Aufblick auf die Leute, Ausblick auf die Leute, verabschiede ich mich von der heutigen Folge. Und ja, bis zur nächsten Folge. Von diesem besten Let's Play auf YouTube. Wie sicher alle einen abchillen. Tschüssi!